Hallöchen und willkommen zum 14. Part inzwischen schon. Alter, 14 Part von diesem geilen, geilen Game. Ich liebe dieses Spiel. No shit, ich höre wieder Köter. Und diese Stelle hätten sie besser machen können. Seht man, da ist Stein, da ist plötzlich Gras. Aber ansonsten ist dieses Spiel sowohl grafisch als auch inhaltlich und gameplaymäßig so Affentitten geil. Hundis! Wo sind die Hundis? Was? War gerade beschäftigt mit Sprechen. Hat jemand zurückgesagt? Also ich gehe ganz bestimmt nicht zurück. Ich lasse mir nichts sagen. So. Klimmen wir den netten, netten Berg. Okay. Das scheint jetzt nicht so dolle schwer zu sein. Obwohl, wenn ich so sehe, dass da mindestens eine Fläche kaputt ist. Egal. Gehen wir hoch! Was? Hallo. Ich habe jetzt schon Probleme hochzukommen. Hier ist keine Leiter. Was bist du? Ah! Sag doch gleich, meine Güte. Hoch mit dir. So. So ganz nett sieht sie auf jeden Fall aus. Wird auf jeden Fall wehtun, wenn ich runterfalle. Was? Soll da hoch? Gut. Hätte ja auch irgendwo anders hochgehen können, aber scheiß drauf. Ah, da muss ich halt ein bisschen mehr nachdenken. Ich komme jetzt auf jeden Fall nicht runter und kümmere mich drum. Das ist schon wieder so ein geiler Kleider. Bisschen Blech, ein bisschen Holz. Das hält natürlich. Achso, da ist eine Leiter. Ich bin auch blind. Oh, wusstet ihr schon, dass das Sirax blind ist? Ich noch nicht. Oh yeah. Du sollst die Leiter klimmen. Meine Güte. So. Kiste! Donkey Bag! Das brauche ich auch sowas von! Mach die Scheiße auf! Klick, klack und kluck! Yay! Yeah, oh, eine Höhle! Statten wir vielleicht einen Besuch ab. Oh, Ruinen! Ein Flugzeugwrack. Und Feinde, die ich da gesehen habe. Okay. Wo müsste ich eigentlich als nächstes lang? Ich weiß es nicht, deswegen schauen wir auch mal gleich an, auf der Karte nach. Noch ein Gleiter. Alter. So viele Gleiter. Und wollen wir mal sehen. Alter, was? Wir sind jetzt hier. Alter, das ist schon groß. Ich soll jetzt da lang zu Willis. Are you fucking serious? Da sind Schweine. Gehen wir zu den Schweinis, töten drei davon.
gehen dann zurück und dann machen wir uns auf zu Willis. Willi, Wills, Wissen, da liegt eine. Ach so, ein Mann. Ich dachte schon eine Frau. Die sehen immer so weiblich aus. Hier in dem Spiel. Ich weiß es nicht. War eigentlich nur mehr als Spaß gemeint. Der greift mich jetzt nicht an, dieser Adler. Oder dieser Falke. Du lässt mich gefällig in Ruhe. Was, ich soll da runter? Sag doch gleich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Und ich habe mir nur den Daumen ausgerenkt. Oh, ist schön. Ein paar Kratzer und so. Noch ein paar Kratzer. Das sind hartnäckige Kratzer. Ist das Wassergrün oder habe ich gerade zu viel Met getrunken? Ich glaube, hier soll ich nicht rein. Sieht mir zu gefährlich aus. Hier sollen Schweinis sein. Irgendwo hier. So Wildschweinis. So richtig wilde Schweine. Da ist mein Kleider. Den ich ab jetzt nicht mehr gebrauchen könnte. Ich weiß es nicht, wo Schweine sind. Oh, wir kriegen Besuch! Ups, ich wollte nicht, dass das Auto darunter leidet. Sorry für. Oh Mann! Noch ein Kleider? Ich werde hier mit Kleider zugeschissen. Oh, warte mal kurz. Ich muss hier aber kurz was erledigen. Also entschuldige ich mich kurz. Ich will die Leute nur ein bisschen erschrecken. Langsam wird es langweilig. Stimmt. Jetzt ist es nicht mehr langweilig, aber du bist tot. So, gib mir was zum Schweinsbraten ab, ihr Ferkel. Wenn es hier Schweinsbraten gibt, dann muss das nächste Schweinchen ja ganz in der Nähe sein. Ja, da unten waren wir. Okay. Ja. Hör auf zu stöhnen. Gehen wir nachher zum Willy Brandt. Hier müsste doch irgendwo Schweini sein. Doch, die Kiste will ich jetzt nicht plündern. Da könnten 1000 Dollar drin sein. Ich habe Schweinis gehört. Ja, schon wieder Schweine. Aber nicht die Art von Schweine, die ich eigentlich hören wollte. Gott, was sind das für Viecher? Ach so, das sind die Rinder in dem Spiel. Okay. Kann ich mit leben. Dein Arsch muss aber ziemlich groß sein. Oh Gott, du Wichser! Ha!
Was? Wie viel Kugeln schluckst du denn, du Knu? Kann ich das nicht ausweiden? Sind wieder solche. Tut dir weh? Gott, ich bin ja fast tot. Hilfe! Oh nein. Wo bist du hin? Ha! Wo ich hin bin? Ich bin zu deiner Mutter und leg sie jetzt flach. Gott! Wo kommt das her? Es tut mir leid. Wo kommt dieses Scheißbrüllen her? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Au! Du wolltest es nicht anders. Doppelt hält besser. Meine Güte. Vollpfosten. Vollidiot. Ich habe immer ein Skalpell dabei, wo ich. Oder whatever. Wo ich halt meine Kugeln, die ich von euch eingepumpt gekriegt habe. Kann ich immer raus tun damit. Also rausschneiden. Mit einer Munition. Aua! Fick dich! Fuck! 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 Alter! Du scheiß Arschloch! Meine Güte, was geht mit euch? Oh shit! Alter! Ich will doch bloß Schweine töten! Kann ich mir auf jeden Fall eine größere Brieftasche machen. Erstellen. Und die Zimmer des Springs. Nein. Brieftasche. Yay. Schweinsleder. Erstellen. Robuste Brieftasche. Casual. Ah. Ich hab's doch gewusst, dass ich das irgendwie benötige. Noch mehr Schweine! Oh nein. Wo? Wo zum Teufel? Ach so, da. Ey, das ist meine Beute, du Sack! Wie er sie nicht fressen will. Alter! 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 Oh, ja, ich habe die ganze Zeit auf X gedrückt anstatt auf C und auf V und auf G und auf D auch. Nur mal so. Ich habe jetzt die Brieftasche. Ich hab sie. Bitte lass sie mich haben. Ich flehe dich an. Brieftasche.
bist ein Arsch! Du bist ein Riesen. Ja, sorry. Ich bin gerade ein bisschen irgendwie. Ich weiß nicht, wie. Ich bin auf die falsche Taste anscheinend draufgekommen und habe anscheinend meine Audiospur unterbrochen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja. Wollte eigentlich auch den Part beenden, deswegen, ja. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Yay! Hallöchen und willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part. Bin wie immer das Sirax und so. Und das müsste jetzt, da weiß Gott, wie viel das sein. Der 15. oder 16. oder sonst was. Da vorne ist schon die Hütte der Lust. Gehen wir da mal hin. Schießen alles auf über den Haufen, was sich bewegt. Ganz ehrlich, der Tiger, der hat erstmal dieses Knu erledigt und dann hat es mich angefallen. Yeah, Schweinsleder! Meine Güte! Noch mehr Schweinsleder! Wo? Wo? Ich töte es! Ich töte es! Du Scheiß-Tiger! Ich bin hier, du Bastard! Oh Gott! Bleib mir fern! Du Bitch! Du blöde, blöde Drecksbitch! Du Wichser! Du Bastard! Wo hast du deine Eier? Oder deine Genitalien? So. Meine Güte, es war so nötig, mich vorher umzubringen. Tigerfell. Brauche ich auch wahrscheinlich irgendwie. Brauche euch nicht. Brauche euch jetzt nicht. Schon wieder keine Muni. Menschens Kinder, das war vorher nötig. Wo sind jetzt die Schweinis hin, die ich brauche? Ach, ich bitte dich, diese kleinen Tüllen! Brauche ich Hundefell? Brauch's anscheinend irgendwann. Das sind anscheinend Dingos. Ach du Scheiße! In meinem Keller liegt eine Leiche, du Bastard! Halt's Maul! Ich tu mir jetzt was craften! Wie in Minecraft, deine Mutter! Meine Güte.
Und das irritiert mich gerade, dass da der Autopegel Lüneinstellungen. Ah Mann, kann ich das nicht irgendwie muten? Vielleicht hört man es nachher, ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ich habe es eigentlich ausgestellt. Also dürfte man das nicht hören. Frischfleisch! Das bist du, mein Lieber. Warum soll ich mich ficken, wenn ich nicht deine Mutter ficken kann? Brieftasche voll. Ich bin schwul. Ich hab die kleine Darmbrieftasche. Vor allem Darmbrieftaschen sind wirklich nicht gerade die kleinsten. Brieftasche. Gib. Schweinsleder. Zwei. So. Kasuan für Leder. Whatever. Naja, wir müssen noch ein Schwein killen. Das ist da vorne. Ach komm schon! Du Scheißknu! Jetzt darf ich auch noch Schwein hinterher rennen! Also wirklich! Komm her! Dein Po ist komplett versaut. Das war so nötig. Ach komm schon, ihr kleinen Tölen. Was wollt ihr überhaupt machen? Ich bin Gott neben euch. Wow. Diese Viecher töten mich jetzt ganz bestimmt nicht. Diese Viecher töten mich nicht. Schau doch mal an, wie klein die sind. Also da ist der Tiger echt eine größere Gefahr für mich. Das ist mein Kadaver, den ich ausweiden will. So Schnauze! Dich lege ich um. Tollwut. Was? Ich knall mit einem verfickten Snipergewehr auf dieses Scheiß-Gnu und es stirbt nicht. Wie kannst du es wagen? Alter! Alter! Fick dich, du Hure! Nein! Oh Mann! Das kann's doch echt nicht sein! Darf ich raten? Ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Brieftasche. Doch! Oh. Sorry. Oh, sorry, aber ich kriege ein zu viel so langsam. Mann, jetzt muss ich den ganzen Scheiß schon zum dritten Mal machen. Wo sind wir überhaupt? Oh Mann, ey. Es ist nötig. Das war sowas von nötig, dass dieses Rindviech mich tötet. Ich bitte dich. Mich greift ein Tiger an. Er tötet mich. Mich greift ein Gnu an.
Es tötet mich! Was tötet mich denn bitte schön noch? Eine verfickte Gummiente oder was? Also wirklich! Fick dich, du Bastard! Ich werde sowas von alles umbringen, was sich hier bewegt! Wirklich alles! Egal mit was! Am besten mit der Atombombe! Schön drüber abwerfen! So, wo ist der Bastard von Tiger? Ja, verbitte dich, du Bastard! Alter, fick dich, du Wichser! Schau mal, wie wenig Schaden die hier machen! Die wollen eine Gefahr darstellen! Der Tiger hat die getötet. Tiger hat die getötet. Nur mal so. Ich hole jetzt mein MP raus. Das war so perfekte Scheiße, verdammt. Scheiße. Nötig. Der Tiger. Der Tiger. Da, ich bin schwuler Tiger. Komm jetzt. Oh, was? Ihr wollt anscheinend Stress haben. Ich will nicht Pause machen, Menschenskinder. Ja, ich habe keine Deckung, aber ich bin trotzdem übermächtig. Ich brauche keine Deckung, weil ich Gott neben euch bin. So. Wo sind die Scheißschweine, ey? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie kann ich nochmal Granaten werfen? Warum rennst du jetzt weg, du Scheißschwein? Das wird mir jetzt zu blöd. Oh, meine Güte, und das nur wegen dreimal Schweinsleder! Wo sind die Schweine schon wieder? Die sind alle nach oben gerannt, oder? Nein, das ist ja... Oh mein Gott! Das war nötig. Das ist so nötig. Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Tönen. So. Das dritte Schwein. Komm schon. Ich fühle mich hier vom Spiel gemobbt, so langsam. Noch mehr Schweine! Verficktes Gnu, du stirbst als erstes! Was, wer ist ein Pisser? Deine Mutter? Alter! Ich werde jetzt nicht sterben. Ich werde jetzt nicht sterben! Du verfickter Wichser! Schreck mich nicht auf! Warum sollte ich mich auch bei diesem Scheißspiel aufregen? Ich weiß es nicht! Meine Güte! Nein! Nein! Ich fühle mich wunderbar! Ich hab hier so ein Ständer zu dem Spiel! Weil es so geil zu mir ist! Hier sind auch Schweine! Willst du mich verarschen? Kommt her, ihr Säcke! Mann!
Will nur noch ein verfickte drei Schweinsleder! Ist es dir zu viel verlangt, du kleiner Bastard! Ja, fick dich! Meine Güte! Ich krieg hier so einen Hals! Mann! So! Hier! Verfickte Fuck-Fuck-Schweine! Anpeilen, Gleiter benutzen und aufhören rumzusterben. Brauche ich gar nicht. Ich bin gerade wirklich angepisst von diesem Game. Ich habe nie gedacht, dass es mich so anpissen kann. Naja, ich habe mich geirrt. Fick dich! Ich soll dem aufhören, mich so aufzuregen. Meine Güte, ist das eine Scheiße. Ja, so, jetzt machen wir unsere lustige Brieftasche zum dritten Mal. Jetzt machen wir uns den verfickten Falköcher. Nein, stimmt ja, Ziegenfell. Für was braucht die nochmal zwei Schweinsleer? Spritzentasche, oder? Ja. Ne, brauche ich nur eine. Dann machen wir halt uns eine. Warte mal. Ich habe mir die Brieftasche gemacht. Oh, bitte. So. Spritzentasche. Robuste, was brauche ich? Hundefell. Schwuler geht's gar nicht mehr, oder? Jetzt auch noch Hundefell. Lasst euch mal das auf der Zunge zergehen. Hundefell. Also mal ehrlich, ich fühle mich so langsam richtig dolle verarscht. Wo soll ich denn jetzt lang? Da vorne. Um Gottes Willen, wo schickst du mich denn hin? Alter. Ja, dann nehmen wir zuerst den Funkturm ein, dann den und dann den. Drei Funktürme, drei verfickte Funktürme. Ich werd hier nicht mehr. Ich bin hier, ach, ich bin hier sowas von. Wisst ihr, was ich bin? Ihr könnt euch vorstellen, was ich bin. Ist mir scheißegal. Mann. Ah, ja, peil mal den Funkturm an, meine Güte. Du Schmuckele. Ich werd hier nicht mehr. Ich werd hier echt nicht mehr. Ich bin hier am rumkochen. Ja, aber überhaupt nicht. Ja, von euch Schweinis würde ich jetzt erstmal gar nichts haben. Ja, bin ich wirklich so bescheuert? Steige das Auto, du Schwanz. Und lass uns losdüsen. Davor erstmal Schluck Met. Dass ich mich endlich mal beruhige, meine Fresse. Ah. Ja, ja. Das ist ganz normal im Straßenverkehr. Dass uns so eine Scheiße hier passiert. Oh, ja, das. Ich sage, wir fahren hier. Ich will jetzt nicht laufen. Wir fahren hier jetzt mit schönem Auto in der Gegend rum. Spiel. Zu Serax. Nein, du Bitch, du läufst jetzt, du Sackhoden-Fritze. Ja, ja. Ich merke gerade, wie ich gerade ein bisschen abdrifte. Also auch nicht. Vielleicht entfaltet gerade das schöne, schöne Miet seine so langsam geile Wirkung. Ja, ja. Warum ist hier kein Drecksgleiter? Da vorne ist schon die Scheiße. Da ist ein Gleiter! Ich bin blind! Ich bin wieder einmal mehr blind! Gib mir den Scheißgleiter, du Drecksack! Meine Güte! So!
liegt ein bisschen weit oben. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen laufen. In der Zeit kann ich auch ein bisschen mehr trinken, ja? Nicht? Ah, da oben auf dem scheiß beschissenen Dreckshügel ist das Teil. Dann können wir auf jeden Fall ein bisschen latschen. Ich mag nicht latschen. Aber es tut auf jeden Fall dem Spiel gut, wenn wir ein bisschen rumlatschen und nicht ständig rumdüsen oder rumteleportieren oder sonstige Scheiße. Weil wir uns sonst gar nicht uns auf der Insel auskennen. Ich glaube, ich lande auf dem Weg. Das bietet sich jetzt so an. Nicht im Baum landen. Nur mal so. Tut mal kurz weh. Auch nicht. Ich mache immer irgendeine Bruchlandung, aber diesmal hat es gar nichts abgezogen. Warum auch immer. Ich muss außen herum. Oh, das Spiel ist heute so toll zu mir. Ich will hochlatschen. Muss aber außen herum den Umweg nehmen. Wow. Das Spiel ist heute so geil zu mir. Ihr fährt von mir weg. Haben wir ein bisschen Spaß. Alter! Du Mongo! Ich sterb jetzt nicht! Ich sterb jetzt nicht! Meine Güte! Erstmal halb tot gefahren! Erstmal sowas von angefahren zu werden. Ich hab euren Führerschein im Lotto gewonnen! Über solche Arschlöcher reg ich mich oftmals auf im Straßenverkehr. Ja, und ich darf mich ab sofort aufregen, weil ich auch Auto fahre. Aber es sind ja nicht nur die Fahrer, die anderen, die manchmal sich so krass benehmen, sondern beispielsweise auch Fußgänger. Geht einfach über Rot. Dö, YOLO. Dö, ist mir scheißegal, ob mich was anfährt oder tötet oder sonst was. Und dann erstmal voll die Mücke reinhauen. Weil man damit nicht rechnet, dass da plötzlich jemand über Rot läuft. Ist ja scheißegal, ob da ein Auto kommt oder sowas. Brauchst gar nicht, ich bin hier oben. Die schießen jetzt hier hoch. Hast du irgendwelche Probleme? Hallo, was ist das denn? Meinst du? Na gut. Mich brauchst du auch nicht als Rebell. Mich brauchst du auch nicht Rebell nennen. Oder einstufen oder sonst was. Na, fick dich. Mich brauchst du einfach bloß als dein Gott und dein Herrscher, der dir jetzt überbraten will. Einteilen. So. Da hoch. Hä? Da hat auch jemand seinen Führerschein im Lotto gewonnen. Bitte euch! Egal wo. Tut euch bitte nicht so anstellen. Ich muss darüber. Ach komm schon! Warum muss ich hier springen? So. Hoch mit dir. Geht doch. Meine Güte. Oh Gott. Naja, dann sehen wir uns auch so langsam beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, klettern wir ein paar Däumchen hoch. Oh, ist das schön. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.